In diesem Video lernst du mit einer einfachen, gut organisierten Adlibitum-Tränke Kälber gesund großzuziehen. Du hörst ständig etwas über die Vorteile der einer Adlibitum-Tränke, weißt aber nicht genau, wie du diese umsetzen kannst und du hast Angst, dass kranke Kälber zu spät erkannt werden, vor allen Dingen, weil die Hygiene besonders schwer einzuhalten und zu kontrollieren ist. Dann gebe ich dir jetzt ein paar Tipps, die dir helfen werden, das in den Griff zu bekommen. Studien zeigen, dass Adlibitum getränkte Kälber als Ferse eine bessere Milchleistung aufweisen. Aber woran liegt das? Adlibitum getränkte Kälber weisen nicht nur eine bessere Gesundheit auf, sondern auch sehr hohe Tageszunahmen. Dies wiederum wirkt sich sehr positiv auf die Entwicklung des Eutergewebes aus. Beim Tränken solltest du Folgendes unbedingt beachten. Adlibitum getränkte Kälber müssen ab dem ersten Lebenstag Milch zur freien Verfügung bekommen. Das heißt, sie dürfen niemals die Erfahrung machen, dass der Eimer leer wird. Hierdurch würden sie bei der nächsten Mahlzeit zu viel Milch in zu kurzer Zeit saufen, was wiederum zu Durchfällen führen kann. Einmal täglich werden die Eimer komplett entleert und die Restmilch verworfen. Wichtig hierbei ist, die Milch nicht vor den Kälbern zu entleeren, sondern diese in ein extra Gefäß zu geben. Ansonsten wäre es wiederum ein optimaler Nährboden für Keime. Das Reinigen wird durch bestimmte Vorrichtungen im Milchtaxi, wie zum Beispiel dem Flushmaster, erheblich erleichtert. Du kannst allerdings auch einen Eimer mit warmem Wasser mitnehmen. Wichtig ist dabei, dass du das Wasser nicht von Eimer zu Eimer kippst. Zur nächsten Mahlzeit werden die Eimer dann lediglich wieder mit Milch aufgefüllt und zwar auf eine Menge zwischen 8 und 10 Liter. Die Milch sollte auf einem pH-Wert von 5,5 angesäuert werden. Dies solltest du mit pH-Teststreifen kontrollieren. Ein Säuregemisch, wie zum Beispiel Schaumazid von der Firma Schaumann, wird dabei besser akzeptiert als reine Säuren. Solltest du dabei mit Milchaustauschern arbeiten, solltest du vorsichtig sein. Sie sind häufig schon etwas angesäuert. Da angesäuerte Milch nur bis zu einer Temperatur von 25 Grad hitzestabil ist, solltest du die Milch nach dem Anrühren auf 25 Grad herunterkühlen. Im Anschluss säuerst du die ganze Milch im Taxi an und kontrollierst wiederum den richtigen pH-Wert via Teststreifen. Ich empfehle dir, auch den älteren Kälbern kalte angesäuerte Milch zu tränken. Die spart wiederum einen extra Arbeitsschritt und wird von den Kälbern sehr gut akzeptiert. Da neben guten Tageszunahmen die Pansenentwicklung das zweite Ziel ist, solltest du die Adlibitum-Phase für die Kälber begrenzen. Es bietet sich also an, die Milchmenge auf deinem Betrieb ab der vierten Lebenswoche zu reduzieren, um die Startaufnahme zu fördern. Damit jeder weiß, welches Kalb wie viel Milch bekommt, solltest du die Iglus markieren. Dieser Punkt entfällt, wenn du zum Beispiel ein Milchtaxi mit Smart-ID-Funktion besitzt. Im Sommer solltest du darauf achten, dass deine Nuckeleimer mit einem Deckel oder ähnlichem gegen Fliegen geschützt sind. Im Winter musst du bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf eine restriktive Tränke umstellen, weil es passieren kann, dass die Eimer einfrieren. Halten dich der hohe Aufwand und die damit verbundenen Kosten von einer Adlibitum-Tränke ab? Durch eine spätere höhere Milchleistung, aber vor allem durch gesündere Kälber und weniger Arbeitsaufwand, rechnet sich die Adlibitum-Tränke schon in den ersten Monaten. Nachdem du nun gelernt hast, was du mit einer Adlibitum-Tränke alles erreichen kannst und wie du sie managst, zeige ich dir im nächsten Video, wie eine geeignete Tränkekurve für deine Kälber dabei aussieht.